Muskulös, volles Haar, mindestens 1,80 groß. Männer werden heutzutage stark unter Druck gesetzt. Und deshalb schauen wir uns heute das Video von Brust raus an. Wenn ich an Schönheitsideale denke, denke ich immer automatisch als erstes an Frauen. Unmenschliche Anforderungen und Erwartungen, die an den weiblichen Körper gestellt werden. Perfekte, makellose Frauen auf Social Media, in Magazinen, Filmen und auf Plakaten. Der Druck, den es da auf Frauen gibt, der ist enorm. Aber wie ist das eigentlich bei Männern? Denn auch die sehen überall ständig groß. Ganz ehrlich, noch schlimmer. Weil bei Männern ist so das Idealbild der muskulöse Typ mit Sixpack und bei Frauen eher so die schlanke Frau. Und was ist wohl einfacher zu erreichen? Schlanke, trainierte Körper, volles Haar, krasse Jawlines. Und das fängt ja schon in der Kindheit an, wenn wir zum Beispiel nur an Actionfiguren denken. Surprise, auch das kann heftigen Druck auslösen, dem man kaum gerecht werden kann. Und wenn Männer dann auch noch geschämt werden, wenn sie bestimmten Idealen nicht entsprechen. Er ist eine 10 von 10 und nur ein 60. Ist ja wohl klar, dass er da nur noch eine 6 ist. Macht das was mit einem. Wenn es mehr nicht ist als viel Geld haben, Locken haben, über 1,85 oder besser 1,90, groß sein, an 20 cm Schwanz, trotzdem noch mega dünn, aber natürlich trotzdem auch sehr sportlich, dann ist alles cool. Das Thema beschäftigt auch euch krass. Und deshalb haben wir auch mit euch gesprochen. Es gab auch schon Momente, in denen ich gesagt habe, so, nee, ich bleib für immer Single. Genauso wie das Performen im Bett, diese Vorstellung, die habe ich in meinem Kopf nicht erfüllt. Die Elevator Boys, die einem ein Schönheitsideal vorschreiben, was aber... Naja... Die Elevator Boys, ich weiß jetzt nicht, ob das das Schönheitsideal sein soll. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass viele kleine Mädels auf die Elevator Boys stehen. Natürlich meistens gar nicht möglich ist. Wenn ich nicht so aussehe, dann bin ich einfach nichts mehr wert. Vielleicht auch aus Sorge, dass ich nicht das Gespött vielleicht dieser Familie werde. Eine Sache, die dabei eine große Rolle spielt bei vielen Männern, sind die Haare. Denn Haarausfall, von dem einige betroffen sind, kann sehr belastend sein für die Psyche. Viele fühlen sich dadurch weniger attraktiv und das Selbstbewusstsein leidet. Und für manche ist der Leidensdruck dann so groß, dass... Dann würde ich sagen, ab nach Istanbul. Nee, aber man hat ja wirklich viele Influencer gesehen, die nach Istanbul reisen, um sich ihre Haare anzupflanzen. Sich für eine Haartransplantation entscheiden. Das Thema ist krass auf Social Media abgegangen die letzten Wochen und Monate. Auf YouTube gab es wirklich eine ganze Welle an Videos zu Haartransplantationen, hauptsächlich in der Türkei, mit einem ganz einfachen Deal. Du machst Werbung für uns, wir machen dir die Haare. Darüber haben wir mit Fabio Schäfer gesprochen. Er ist in erster Linie Extremsportler und hat sich auch für eine Haartransplantation entschieden, inklusive Kooperation, und hat das Ganze für seine Community mitgefilmt. Ich freue mich wirklich jeden Tag, also dass ich jetzt hier diesen unnötigen Buzzcut haben kann. Ich habe da einfach Spaß dran und freue mich einfach. Gegen ihn und viele andere, die öffentlich für Schönheitsoperationen geworben haben, gab es Kritik. Und also eigentlich bin ich ja gegen Schönheits-OPs, aber bei manchen Dingen, wie zum Beispiel bei den Haaren, kann ich das irgendwo verstehen. Weil ganz ehrlich, wenn man auf einmal Haarausfall bekommt, eine Glatze kriegt und man hat die Chance, das ein bisschen besser aussehen zu lassen, dann macht man das vielleicht, weil einem vielleicht auch eine Glatze gar nicht steht. Ist die Frage aufgekommen, ob Werbung für Schönheits-OPs verboten werden sollte. Unerreichbare Ideale, Druck, OPs, die Psyche, all das beschäftigt und belastet Männer. Und deswegen wollen wir heute darüber reden. Und ich würde sagen, let's go. Immer mehr Männer sind unzufrieden mit ihrem Körper. Viele finden sich nicht muskulös genug und zum Beispiel zu schmächtig. Komplexe Depressionen und Essstörungen sind deswegen auch immer mehr bei Männern verbreitet. Ja, wenn ich am See bin und die ganzen männlichen Körper sehe mit ihren Sixpacks, habe ich mich einfach unwohl in meinem Körper gefühlt, da ich nicht gerade die beste Figur hatte. Und ich mir vorgestellt habe, dass andere Leute vielleicht schlecht über mich denken, beziehungsweise ich keine Akzeptanz oder keine Liebe bekomme. So habe ich mich ehrlich gesagt fast nie gefühlt, also wo ich noch ein Lauch war, habe ich das auch gesehen und mir gedacht, okay, ich fühle mich schon ein bisschen unwohl, aber nicht, weil die anderen so krass aussahen, sondern weil ich auch so ausschauen wollte. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte so ausschauen, weil man hat auch Dragon Ball geguckt und so. Ihr wisst, da hat man so direkt diese Vorbilder vor Augen. Kann das auch bedeuten, dass sie sich deswegen für eine Schönheits-OP entscheiden? Die häufigste OP bei Männern letztes Jahr war die Fettabsaugung, danach verschiedene Eingriffe am Gesicht. Ganz ehrlich, Fettabsaugung, ich glaube, das ist auch bei den Frauen eines der beliebtesten OPs und das verstehe ich einfach nicht. Weil das ist eine Sache, die kannst du mit Ernährung und Sport beeinflussen. Du musst dich nicht unters Messer legen. Das ist eines der OPs, wo ich sage, unnötig. Arbeite doch lieber an dir.
Weil es bringt ja nichts, wenn du dir Fett absaugst, aber sich nichts an deiner Ernährung oder deinem Sportverhalten ändert, weil dann nimmst du ja dieses Fett wieder zu. Es macht ja gar keinen Sinn. An fünfter Stelle steht die Haartransplantation. Die schauen wir uns gleich noch genauer an. Viel Druck entsteht auch durch Erwartungen, was einen typischen Mann so ausmacht. Ein Mann muss stark sein, also ein Mann muss wissen, was er will und führen und selbstbewusst sein und dominant. Ein Mann soll nicht weinen, ein Mann soll keine Gefühle. Ja, ganz ehrlich, wer sagt heutzutage noch, ein Mann soll nicht weinen? Das sind doch längst veraltete Rollen, die immer wieder wiederholt werden, obwohl sie gar nicht mehr existent sind. Wisst ihr, was ich meine? Gefühle zeigen, immer Stärke zeigen und keine Schwäche. Und das war ich nie. Also ich bin kein dominanter Mann. Hab mich deshalb schwach gefühlt, obwohl das gar nicht so ist. Obwohl ich das alles gar nicht brauche. Und das habe ich erst sehr spät erkannt. Und dieses Bild, wie ein Mann zu sein oder auszusehen hat, das gibt's schon ziemlich lange. Ihr kennt doch bestimmt auch diese Statuen von Göttern und Helden aus dem antiken Griechenland und dem Römischen Reich. Hier hat es angefangen, dass muskulöse männliche Körper dargestellt wurden. Adonis, der Gott der Schönheit zum Beispiel, soll ein großes Vorbild gewesen sein. Oder Herkules. Breite Schultern, kräftige Brust, Rücken, Bein- und Armmuskeln, Wespentaille und Waschbrettbauch. Diese Körper sollten Stärke und Dominanz zeigen. Das sind alles Ideale, die wir auch heute noch kennen. Eine Sache war zu der Zeit aber anders. Damals waren kleine Penisse das Ideal. Die standen für Selbstkontrolle und einen angemessenen Umgang mit der eigenen Sexualität. Große Penisse auf der... Damals konnte man noch mit seinen 2 cm flexen, Freunde. Heute kann ich leider nicht mehr damit flexen. Seite standen für Dummheit, Lust und Hässlichkeit. Das Ziel war halt, ein rationaler, intellektueller Mensch zu sein und kein wollüstiger Barbar. Auf jeden Fall spannend, wenn man es mit heute vergleicht, wo große Penisse mit Kraft und Potenz gleichgesetzt werden. Oder, damit einhergehend... Hä, wer setzt denn jetzt große Gurken mit Kraft in Verbindung? Wer macht das? Also wer denkt so? Habe ich noch nie gehört. Diese Vorstellung von einem Mann im Bett. In Filmen und Serien sehen wir häufig dann die durchtrainierten Boys, die dann völlig selbstsicher wissen, was zu tun ist und alles so sexy aussieht. Außer der Mann ist sehr dünn oder dick und ein Nerd. Dann geht alles schief. Oh. Mom? Wow, was ist denn hier los? Das ist, zur Hölle ist das? Das ist Andy. Oh, hi, ich bin Andy. Wollen. Oh mein Gott, was macht ihr denn hier? Mama, verschwinde jetzt gefälligst aus meinem Zimmer. Weißt du, Marcel war lange übergewichtig und weiß, dass man dann automatisch in Schubladen gesteckt wird. So zumindest seine Erfahrung. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und das sind Schubladen, aus denen man wegen der Vorurteile auch schwer rauskommt. Was mich da am meisten einfach gestört hat, ist, dass Freunde oder Bekannte von vornherein gedacht haben, dass ich so oder so eine Erfahrung darin habe. Und da dann für sich in seiner Entwicklungsphase herauszufinden, was denn jetzt normal ist und realistisch, ist gar nicht so einfach. Ich finde, ein wichtiges Thema ist eigentlich noch, was der Körper in der sexuellen Hinsicht mit einmacht. Also der Performance-Druck oder auch im Dating-Leben, dass es mir da sehr schwer gefallen ist, durch diese Unsicherheit, mich mit Frauen zu treffen oder generell einfach wegen den ganzen Schönheitsidealen und sei es Pornos gucken oder der ganze Trash-TV, wie die sich verhalten, das in die Realität umzuwandeln, dass das falsch ist quasi. Die muskulösen Körper jedenfalls waren aber nicht in allen Kulturen das Ideal. Skulpturen von hinduistischen oder buddhistischen Gottheiten haben zum Beispiel eher weiche und rundliche Körperformen. Die waren dann auch später wieder in der westlichen Welt beliebt. Im 19. Jahrhundert war ein fülliger Körper ein Zeichen von Wohlstand und einem hohen sozialen Status, weil zu der Zeit nicht jeder so einen einfachen Zugang zu Essen hatte. In den USA wurden sogar Fat Man's Clubs gegründet, bei denen nur Männer Mitglied sein durften, die mehr als 90 Kilogramm gewogen haben. Auf der anderen Seite gab es im 19. Jahrhundert Ich gründe den 100 Kilo Bank Club. Jeder darf in den Club, der mindestens 100 Kilo auf der Bank drückt. Aber auch schon Karikaturen von dicken Männern, in denen sie ins Lächerliche gezogen wurden. Ein großer Gegenentwurf dazu ist der preußische Kraftathlet Eugen Sandow. Er gilt als der Erfinder des Bodybuildings. Er ist vor Publikum aufgetreten, hat Pferde und Menschen gestemmt, hat Trainingsschulen gegründet und Artikel und Bücher zum Thema Kraftsport geschrieben. Er ist hier super wichtig, weil er das männliche Körperbild, so wie wir das heute in Magazinen und auf Social Media finden, erstrebenswert gemacht hat. Er hat seinen Körper halt nicht nur vorgeführt, sondern auch gezeigt, wie man selber so
aussehen konnte. Mit viel Show und Entertainment drumherum. Also basically einer der ersten Fitness-Influencer. Und er ist damals genau zur richtigen Zeit damit gekommen, denn Ende des 19. Jahrhunderts war die Männlichkeit in der Krise. Die Generation der modernen Männer der Oberschicht damals war zu jung, um den amerikanischen Bürgerkrieg selbst miterlebt und da mitgekämpft zu haben. Stattdessen haben sie in Büros an Schreibtischen gearbeitet. Ohne harte körperliche Arbeit oder Krieg hatten sie keine Möglichkeit mehr, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Ein krasser, durchtrainierter Körper war da ein Ausweg. Später in den 50ern kam dann die Ära der Filmstars und Ikonen. Marlon Brando, James Dean oder Elvis Presley waren große Vorbilder. In den 60ern war Rebellion vor allem ein Stichwort. Viele Männer haben sich die Haare lang wachsen lassen und ihren Körper nicht trainiert als eine Form von Protest. In den 80ern waren dann trainierte Körper wieder mehr im Trend. Vor allem Arnold Schwarzenegger hat hier das Bodybuilding wieder beliebter gemacht und mit seinem ultra krass muskulösen Körper das Bild geprägt. In den 90ern war es dann nicht mehr dieser überkrass. Ja gut, man muss auch sagen, das war ein sehr unrealistisches Bild, weil die natürlich alle auf Stoff waren. Daran darf man sich kein Beispiel nehmen. Das nervt mich auch an der heutigen Fitness-Influencer-Szene. Fast jeder Fitness-Influencer ist auf Stoff, kommt aber damit, dass er die auserwählte 0,1% Genetik besitzt und nur deshalb besser aussieht als der Rest. Gepumpte Körper, sondern eher schlank und trainiert. Brad Pitt in Fight Club gilt da als das perfekte Ebenbild des Mannes. Außerdem sieht die Gesellschaft den männlichen Körper jetzt auch immer mehr als Objekt der Begierde. Besonders in Werbungen, wie zum Beispiel für Calvin Klein, werden oberkörperfreie, trainierte Männer... Ja, ganz ehrlich, wen soll man sonst für Calvin Klein werben lassen? Einen stark übergewichtigen Mann? Dann werden die Verkaufszahlen wahrscheinlich sinken. Und lieber zeige ich einen Körper, der für Gesundheit steht, anstatt einen Körper zu zeigen, der stark übergewichtig ist und zu gesundheitlichen Problemen führt. Entsprechend eingesetzt. Und Magazine wie Men's Health zeigen jeden Monat einen anderen durchtrainierten Mann auf ihrem Cover. Aber erstmal ganz ehrlich, wie wichtig ist euch eigentlich so ein perfektes äußeres Aussehen bei einem Mann? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Auch ganz ehrlich, jetzt werden bestimmt viele Frauen in den Kommentaren schreiben, dass es überhaupt nicht wichtig ist. Aber am Ende daten sie genau diese Art von Männern. Und machen wir uns nichts vor, sowohl Männer als auch Frauen achten beim Dating auf das Aussehen. Und by the way, neben dem körperlichen Schönheitsideal ist das Thema Schminke bei Männern in der Geschichte. Im alten Ägypten zum Beispiel haben sich Männer die Augen geschminkt, in der Antike haben sie sich die Lippen gefärbt als Zeichen von Fruchtbarkeit oder aber Puder und Perücken getragen im Barock. Also früher waren geschminkte Männer Respektpersonen. Nach und nach galt Schminken dann aber als unmännlich. Mit dem 19. Jahrhundert sind dann die Frauen zum schönen Geschlecht geworden und für Männer stand dann statt Kleidern und Schminke der Anzug an. Später haben dann Stars wie David Bowie oder Prince mit ihrem Make-up wieder eine andere Seite gezeigt. Und heute sieht man zum Beispiel auch immer mehr Männer mit Make-up-Tutorials auf Social Media, Harry Styles mit Kleidern und... Ja, Freunde, wenn ihr ein Make-up-Tutorial von mir sehen wollt, schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn genug Leute kommentieren, dann kommt ein Make-up-Tutorial. Und Leute, die zeigen wollen, dass Make-up kein Geschlecht hat. Und trotzdem gibt es hier noch einiges an Verurteilung und Hass. Was aber über die gesamte Zeit auffällt, die kraftvolle Gesamterscheinung zieht sich beim Mann durch alle Epochen durch. Also stark, mächtig, potent. Der Unterschied zu früher ist aber, in der Antike soll die Körperform eher das Edle, das Gute und das Wahre widergespiegelt haben. Heute geht es vor allem um Optimierung, Funktionalität und Attraktivität. Es macht einen stolz, wenn man halt selbst im Gym seine Muskeln aufgebaut hat. Es ist etwas, was man selbst kontrolliert hat. Und bei diesem Ideal gilt heute weiterhin, Männer sollen schlank, aber trotzdem muskulös sein. Breite Schultern und schmale Hüften haben, Bauchmuskeln, volles Haar, eine krasse Jawline und am besten ist er mindestens 1,80 groß. Welches Aussehen man teilweise heute so von Männern erwartet, war für Patrick schon ziemlich früh klar. In der Schule sollte man seine Klasse beantworten, wie denn so der ideale Partner jeweils aussehen würde. Und eine Antwort kam von den Mädels ziemlich oft. Viele der Mädchen hatten dann auch so Sachen geschrieben wie ein Sixpack oder durchtrainierter Body und ich sag jetzt mal 90% der Mädchen schreiben sowas so und ich entspreche dem einfach nicht. Auch in Filmen wie bei Crazy Stupid Love wird dieses Klischee vermittelt. Ja, da seht ihr jetzt mal, dass es Männer beim Dating viel schwerer haben als Frauen, überhaupt an ein Date zu kommen. Sagt jetzt natürlich nichts darüber aus, wer es einfach hat, den passenden Partner zu finden, aber an Dates kommen Frauen halt leichter. In der Szene, in der Ryan Gosling sein T-Shirt auszieht. Fuck! Es
Ist das dein Ernst? Du siehst aus wie gefotoshoppt. Und auch jetzt, ein paar Jahre später, merkt Patrick, dass sich dieses Bild gefestigt hat und sich auch auf sein Datingleben auswirkt. Zumindest auf Dating-Apps bemerkt man das schon sehr stark, dass man, wenn man dem Ideal nicht entspricht, man jetzt nicht so viele Likes bekommt als Mann. Es ist ein Gefühl von Abweisung da, ein starkes Gefühl, und es ist einfach nicht angenehm. Bro, lösch die Dating-App und versuch eine Frau im echten Leben kennenzulernen. Schon einiges mit einem, es zieht einen runter. Und damit ist Patrick nicht alleine. Eine Studie der University of North Texas hat herausgefunden, dass das Selbstbewusstsein von Männern besonders leidet, wenn sie zum Beispiel auf Tinder unterwegs sind. Denn sie neigen 3-mal häufiger als Frauen dazu, nach rechts zu wischen und bringen sich dadurch in eine verletzlichere Position. Wenn sie dann wenige Likes bekommen oder geghostet werden, nagt das an einem. Vor allem auch, weil bei den Auswahlkriterien das Aussehen nun mal das erste ist, was bewertet wird. Patrick hat da für sich gelernt, dass er erfolgreicher ist, wenn er nicht nur mit seinem Aussehen wahrgenommen wird, sondern auch mit seinem Charakter, und datet viel lieber offline statt online. Aber auch in Filmen und Serien zeigt sich immer wieder, dass offline wird es trotzdem hart für ihn sein, aber nicht so hart wie auf Dating-Apps. Aussehen mit dem Charakter verbunden wird. Zum Beispiel haben die Schauspieler, die dicker sind, oft die lustigen und verpeilten Rollen. Seit 17 Tagen hatte ich schon keinen, du weißt schon, Spaß mit dir. Und du mit mir schon seit Monaten keinen mehr. Auch Elia musste damit Erfahrungen machen. Dieser dicke, witzige Junge, der halt immer Witze über sich selbst macht und so selbstironisch ist und alles, obwohl ich das auch teilweise nicht wollte. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so einen Druck gehabt, das dann diese Rolle vielleicht auszufüllen. Und habe dann immer diese Rolle versucht zu spielen. Ob es erfolgreich war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, also ich bin von dieser Rolle ein bisschen weggekommen. Trotzdem mag ich es dennoch immer gerne, Witze zu reißen und selbstironisch zu sein, aber nicht mehr auf so einer degradierenden Weise. Und um einem Ideal zu entsprechen, greifen manche dann auch zu Schönheits-OPs. Ob jetzt bei Trimax, der sich übrigens im Stream eine Glatze hat dafür rasieren lassen, Otto Karasch oder den Zwillingsbrüdern Dennis und Benny Volta, Haartransplantationen boomen. Und das sind nur ein paar Beispiele. Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens hatten in den letzten Monaten eine Haartransplantation, und viele davon waren in der Türkei. Hier haben sich nämlich viele Kliniken und Ärzte genau darauf spezialisiert. Klammern wir mal kurz aus, dass diese Operationen in der Türkei von Leuten durchgeführt werden dürfen, die keine Ärzte sind. Weltweit gab es 2021 rund 3. Ja, da finde ich es schon verwerflich, wenn Influencer dafür Werbung machen. Also wenn du eine Haartransplantation machst, mach, aber mach nicht Werbung dafür, weil damit kannst du Zuschauer verunsichern oder beeinflussen. Und das feiere ich halt nicht, wenn es um das Thema Schönheits-OPs geht. 4 Millionen Haartransplantationen. Fast jede dritte davon soll in der Türkei durchgeführt worden sein, was einen Umsatz von ca. 1,7 Milliarden Euro gebracht haben soll. Die Eingriffe bei Influencern gab es teilweise vor laufender Kamera zu sehen. In der jeweiligen Infobox von den Vlogs ist man dann bei einigen Videos auf den direkten Link für einen Beratungstermin in der Klinik gekommen. Haare gegen Werbung also. Wie viel Geld die einzelnen Leute durch die Werbedeals bekommen haben, ist nicht bekannt, zumindest nicht offiziell. Aber laut Recherche vom Redaktionsnetzwerk Deutschland soll so eine Kooperation einen Wert von rund 4.300 Euro gehabt haben. Krass. Damit habe ich nichts zu tun, das hat Elite organisiert. Das heißt, die Kliniken haben die Reisekosten und OP-Kosten getragen und teilweise noch eine Aufwandsentschädigung gezahlt, so zumindest bei InScope. Aber auch bei Fabio hat dieser Fakt eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe einen Vorteil, dass ich viele Sachen, ob das jetzt Reisen sind, ob das ja allgemein Sachen sind, die ich gerne mache, kann ich oft mit Kooperationen aufgrund meiner Reichweite verknüpfen. Und es hat sich diese Kooperation ergeben. Die Kritik: Werbung für Schönheitsoperationen. Denn zu Zeiten, wo so viele unsicher sind und 42% der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren offen für so Operationen sind, scheint das nicht ganz so cool bei manchen anzukommen. Vielleicht ist es aber auch okay, dass wir ein bisschen eitel sind, aber das ist kein Grund, das Ganze öffentlich gegen Geld zu bewerben. Wir reden hier halt nicht von... Ja, da bin ich 100% Klengans Meinung. 100%. Chips oder einem Streamingdienst oder einem neuen coolen Schuh, sondern von einem medizinischen Eingriff. Wenn man aber Werbung dafür macht, regt man sehr viele Leute dazu an, das vielleicht ebenfalls zu tun, vielleicht ohne sich auch richtig informiert zu haben. Und ja, da wo Werbung für Eingriffe gemacht wird, sollte auch aufgeklärt werden. Fabio sieht hier die Verantwortung aber nicht bei sich selbst, sondern woanders. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich des Öfteren in meinem Leben Risiken eingehe. Da appelliere ich einfach an die Vernunft meiner Zuschauer und ich gehe nicht davon aus. Nee, sorry, das zieht nicht. Er versucht gerade seine Verantwortung als Influencer abzugeben an die Zuschauer. Aber Bro, du bist derjenige, der die Reichweite hat,
derjenige, der von Zuschauern gefeiert wird, hab wenigstens so ein bisschen eine Vorbildsfunktion und mach dann keine Werbung für Schönheits-OPs. Meine Zuschauer willenlose Zombies sind, sondern auch selbst denken können. Wenn man sich dafür entscheidet, also zum Beispiel unter meinem Video war dann ein Link, wo man sich dann informieren lassen kann, ist es überhaupt möglich, wie ist der Ablauf und so weiter, dann geht das ja erstmal in diese Klinik, dort wird man beraten, dort wird man aufgeklärt, so wie das auch bei mir der Fall war. Und da habe ich mich jetzt... Warum sieht eigentlich sein Gesicht so aus? Hat er einen Kampf gegen Mike Tyson oder warum ist sein Auge blau? In der Verantwortung gesehen, dass ich da jetzt das machen muss, was ein Arzt im Gespräch macht. Die Motivation hinter Schönheitseingriffen sehen PsychologInnen unter anderem darin, dass man durch ein gewisses Erscheinungsbild eben besser in der Gesellschaft ankommt und dadurch Vorteile hat. Und unter anderem das ist dann Grund genug für einige, sich dahingehend anzupassen. Auch wenn der durchschnittliche Leidensdruck bei der Frau höher sein soll als beim Mann. Patrick hat zum Beispiel auch dünnes Haar und trägt gerne Mützen, um das zu verstecken. Wenn man zum Beispiel auf Social Media oder generell in Medien erfolgreiche Männer sieht, die haben nie eine kahle Stelle, die haben nie dünnes Haar, die sind immer perfekt gestylt, so von der Frisur her und so weiter. Und ja gut, aber aus dem Typen kann man auch was machen. Mal einen anständigen Friseur aufsuchen, Bart anständig stylen, so 3-Tage-Bart-mäßig, dann noch ins Gym gehen und ein bisschen auf Ernährung achten. Ich meine, man muss kein Sixpack haben, aber so eine leicht sportliche, fitte Figur haben, um so einen fitten Eindruck zu machen. Das kommt auf jeden Fall gut an und ist eigentlich für jeden erreichbar. Wenn man mal in einem Film jemanden sieht, der dünnes Haar hat, vielleicht auch eine Glatze oder ähnliches, der ist dann meistens entweder ein schmieriger Bösewicht oder jemand, den man unsympathisch findet oder der nicht gerade als eine angenehme Person wahrgenommen wird. Dieses Bild hat sich auch teilweise in mir verfestigt. Natürlich gibt es aber auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Bruce Willis, Vin Diesel, Jason Statham oder The Rock. Aber auch für Dennis und Benny Volta war es eine Belastung, dass sie immer mehr Haare verloren haben. Sie haben sich für eine Haartransplantation in Deutschland entschieden und sagen, gegen Geheimratsecken haben sie nichts, aber sie hätten gerne wieder volles Haar, um sich einfach wohler zu fühlen. Trimax hat die Haartransplantation aus ähnlichen Gründen gemacht und sagt außerdem in seinem Video noch: Jeder Influencer drin oder so, gleiche Nase, gleiche Lippen, alle die gleichen OPs, alle sehen gleich aus, schwere Eingriffe und sowas. Ich finde, hier kann man bei der Haartransplantation nochmal ein bisschen differenzieren, weil ich auch genetisch bedingt da nicht so, da habe ich da die Kürzeren gezogen. Sowohl Opa als auch mein Vater, alle mit 25 keine Haare mehr. Da habe ich noch Glück, dass ich überhaupt hier hinten Haare habe. Wobei jetzt auch nicht jeder das machen soll. Fabio hingegen hat es nicht aus einem Leid oder aus genetischen Gründen gemacht. Ich bin jetzt nicht der Kandidat, der krassen Haarausfall hatte. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das brauche ich für mein Selbstbewusstsein oder ich kann ohne das nicht leben oder ich werde gemobbt oder irgendwie so, sondern wirklich ein reines Luxusding, sage ich jetzt. Also bei mir war es tatsächlich so... Hä, aber warum hat er das denn gemacht? Dass ich, als es dann soweit war, tatsächlich auch mal natürlich Zweifel hatte. Ich dachte so, ey, was machst du hier eigentlich so? Hast du da wirklich Bock drauf? Dann war es aber, als es losging, habe ich mich einfach drauf gefreut. Luxus, der mit gewissen Risiken einhergeht, weil die Risiken bei einer Haartransplantation sind nicht wirklich ohne. Die Operation bzw. die Zeit der Verheilung verläuft nicht immer so easy, wie manche das dokumentiert haben. Die OP kam mir vor wie 20 Minuten, aber sie ging 6,5 Stunden. Also das war sehr, sehr geil. Schmerzen hatte ich auch keine. Einmal so ein leichtes Zwicken, dann wurde nochmal nachgespritzt, dass da auch alles cool ist. Aber sonst mega zufrieden. Zufrieden mit einem Ergebnis, was man eigentlich erst Monate nach dem Eingriff beurteilen kann. Und wie bei jedem Eingriff kann das Ergebnis nicht immer... Ja, daran merkt ihr, dass die Influencer meistens ihre Meinung für Geld kaufen lassen. Denn wie kann man mit einem Ergebnis zufrieden sein, obwohl man das noch gar nicht sieht? Sein, wie man sich das gewünscht hätte. Haare können wieder ausfallen, neue kahle Stellen können entstehen. Wir haben euch mal hier eine Reportage verlinkt, wo genau darüber gesprochen wird. Aus einer Laune heraus sollte man solche Entscheidungen eher nicht treffen und sich über die Risiken bewusst sein. Da sind schon viele Unsicherheiten bei manchen Männern dabei. Ich möchte an dieser Stelle einfach mitgeben, dass wenn ihr eine innere Motivation habt, also nicht von außen fremdbestimmt seid, sondern wirklich von innen das machen möchte, daran Freude habt, dann denkt darüber intensiv nach, wägt die Risiken ab, ob es euch das wert ist und wenn nicht, dann lasst es sein und macht das auf gar keinen Fall wegen anderen Leuten oder wegen der Gesellschaft.
Wo man sich allerdings fragen muss, kann man sich denn wirklich komplett von den Vorstellungen der Gesellschaft lösen? Sicherlich kann man sich davon nicht lossagen, weil jeder eben seine Bubble hat. Man ist sicherlich mehr fremdbestimmt, als man vielleicht denkt. Auch InScope hat in seinem Vlog zur Haartransplantation darüber gesprochen, welchen negativen Einfluss festgefahrene Ideale auf solche Entscheidungen haben können. Am Ende des Tages ist so eine Geschichte, vor allem, glaube ich, mit Haaren bei Männern, und ich glaube, da können sehr, sehr viele mitempfinden, so eine persönliche Empfindlichkeit. Es ist einfach eine Sache, die stört einen an einem selber. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die unzufrieden sind mit ihren Haaren. Thema an sich was verändern. Man überlegt schon lange, man trifft dann auch, wenn man das machen möchte, eine bewusste Entscheidung. Dann ist es eine Sache, die ist für mich, wo ich sage, ey, das ist in Ordnung, das kann man machen. Was ich nicht will, so eine Sache zu verkaufen, die man einfach mal so machen kann. Später noch die Nase, dann noch ein bisschen die Jawline, dann vielleicht noch ein bisschen Botoxen. Diesen Schönheitswahn hinterher zu jagen, macht keinen Sinn. Fabio findet es wichtig, dass Schönheitsideale nicht über dem Wert eines Menschen bestimmen und dass man sich für sein Aussehen nicht mehr schämen muss. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen und es wird immer so viel gewertet, bewertet, hochgelobt, abgewertet, und ich fände es einfach cool, wenn wir allgemein in allen Bereichen mehr Toleranz zeigen und verstehen, dass jeder Mensch individuell ist und andere Sachen cool findet als man selbst und ein anderes Schönheitsideal hat oder wie auch immer, und man da einfach koexistieren kann, ohne immer zu sagen, das ist schlecht, das ist gut. Der Einfluss von eigentlich eine schöne Message, aber dann frage ich mich, warum machst du dann Werbung für Schönheits-OPs, obwohl du selber sagst, die OP habe ich gar nicht gebraucht. Media ist da, wie so oft, nicht zu unterschätzen. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, welche Ideale so bei Frauen immer wieder gezeigt werden. Und auch wie bei Männern geht es hier stark um die Figur, aber auch Haut und Haare. Wir haben jetzt viel über die Haare, also die da oben, gesprochen, aber nicht über die im Gesicht. Der Bart ist irgendwie auch etwas, das oft mit Männlichkeit assoziiert wird. Eine Studie der University of Queensland hat zum Beispiel herausgefunden, dass Frauen Männer mit Stoppeln sexy finden sollen. Wenn es um Heiratsmaterial geht, sollen sie eher auf volle Bärte und lange Stoppeln stehen. Und schwule Männer sollen eine noch stärkere Präferenz für Männer mit viel Gesichtsbehaarung haben. Und auch dieses ganze reine Hautfilter-Ding, was wir durch Social Media eingetrichtert bekommen haben, kennen wir eigentlich noch Poren und so. Und was so ein bisschen ironisch ist, einerseits wird es ja erwartet, dass man einen gepflegten Bart hat. Andererseits werden Männer oft noch geschämt, wenn sie sich zu sehr um ihr Äußeres kümmern. Alles, was mit Hygiene zu tun hat, also mit Gesichtshygiene, dass es bei Männern eher so blöderweise ein Tabuthema ist, weil dann heißt es, ah ja, schau mal, du bist ja wie eine Frau, du schminkst dich, du benutzt Cremen, was eigentlich kompletter Blödsinn ist, aber es wird nicht oft drüber gesprochen. Hier ist es umso schöner. Ich benutze ehrlich gesagt gar nichts, aber vielleicht sollte ich mal eine Creme oder so benutzen. Ich habe keine Ahnung, meine Routine ist einfach Zähne putzen, Gesicht mit Wasser waschen und das war's. Männer zum Beispiel auf TikTok ihre Pflege- und Skincare-Routinen teilen und es damit auch normalisieren. Social Media bringt die Schönheitsideale, aber... Naja, Moment mal, meistens sind das aber auch Placements. Die machen Werbung für irgendeinen Rasierer oder so. Dann würde ich natürlich auch so einen Clip drehen. Nochmal aufs nächste Level und beeinflusst unsere Selbstwahrnehmung krass. Ich habe kein Instagram mehr, kein TikTok, weil ich die ganze Zeit überflutet worden bin mit diesen ganzen schönen Menschen, die mir vielleicht unterbewusst immer ein schlechtes Gefühl gegeben haben, weil ich ja neidisch war oder dieses ewig unerreichbare Schönsein nie erlangt habe. Deshalb hat Nico zum Beispiel ganz klar entschieden, sich davon zu lösen. Was bei diesem Thema auffällt, es geht immer wieder um die Psyche. Denn Schönheitsideale haben nun mal einen krassen Einfluss darauf. Und weil wir dem Thema psychische Gesundheit bei Männern aber mehr Raum geben wollen, planen wir dazu nochmal ein eigenes Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt. Übrigens danke an alle Männer, die offen dafür waren, mit uns hier im Video über ihre persönlichen Geschichten zu sprechen. Unsicherheiten und Schönheitsideale unter Männern sind immer noch ein Tabu und es ist schön zu sehen, wenn das immer mehr aufbricht. Hier kommt ihr zum Video von Valeria, in dem sie darüber spricht, warum Schönheitsideale Bullshit sind. Und hier quatschen wir in unserem Videopodcast darüber, was die eigentlich so mit uns persönlich machen. Das war's wieder von mir, Leute. Geil, dass ihr am Start wart. Abo-Button und Glocke wären noch nice, ihr wisst. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend und gute Nacht. Ja, ein gutes Video vom Brust raus. Letztendlich kann ich euch nur mitgeben, lasst euch nicht von solchen Influencern beeinflussen und versucht schon gar nicht, diese ganzen Schönheits-OPs nachzumachen. Denn ganz ehrlich, am Ende sehen irgendwie alle gleich aus. Wie gesagt, das mit den Haaren kann ich schon irgendwo verstehen,
Aber wenn man dann auf einmal irgendwas in der Nase macht, hier an der Jawline oder irgendwie Fett absaugen lässt, versucht lieber Dinge zu verändern, die ihr beeinflussen könnt. Zum Beispiel etwas an eurer Ernährung zu arbeiten, euch mehr zu bewegen, damit ihr ein bisschen fitter ausschaut. Ja, man muss jetzt kein Sixpack haben, aber so ein bisschen fit aussehen, das wird einen schon sehr weit bringen und auch der Gesundheit gut tun. Freunde, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu den ganzen Schönheits-OPs steht und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.